Carmen Buttermann ist Maskenbildnerin und Künstlerin und wir sprechen die ganze Zeit über deine ganzen Kunstwerke. Ich finde die Geschichte über das erste verkaufte Bild wirklich sehr interessant. Erzähl mal. Das ging nicht nach irgendwo in Europa, sondern? Ja, das ging nach Doha, Katar, zu einem Scheich, den ich kennengelernt habe, irgendwann mal in Dubai. Und er fand das Bild so toll. Und da wusste ich aber gar nicht, was ich dafür nehmen soll. Und ich dachte immer, ja, keine Ahnung, was man für ein Bild nimmt. Und da habe ich gesagt, ja gut, ich kann einen Kühlschrank gebrauchen und ein iPad. Und dann habe ich einen Kühlschrank und ein iPad bekommen für mein erstes Ölbild. Sehr schön. Und vor allen Dingen hast du kein Foto davon gemacht. Und du hast Das ist einfach weg. Und das Schöne ist, es hieß die Einsamkeit. Also die Einsamkeit ist in Doha, Katar. Das hängt jetzt bei ihm im Office. Also der wird jetzt Spaß haben. Es gibt ja auch zu jedem, also allen Bildern, die verkauft worden sind, Perspektiven des Lebens, war das die erste Ausstellung. Das Bild ist verkauft worden an dieselben Leute in Köln, die, jetzt muss ich es aber finden, die eins meiner Lieblingsbilder Ich finde es sofort. Da ist es. Bild haben. Das ist auch ein wunderschönes Bild. Ja, und das ist Relax 1. Und daraufhin, weil das weg war und ich es vermisst habe, habe ich Relax 2 gemalt. Und das ist hier in der neuen Ausstellung in Helgoland. Okay. Das ist das. Gut, das passt auch sehr gut zusammen. So, ich halte das mal so. Also das ist wieder mit diesem gleichen, also wenn man davor steht, leider sieht man das jetzt nicht auf dem Foto, aber das hat dann so eine Tropfenform. Es fließt ineinander und das ist ganz toll. Und wir reden auch nicht von kleinen Bildern. Das Bild daneben zum Beispiel, 1,40 mal 1,20. Das mache ich mal so, weil das hier schöner aussieht. Genau, das ist ganz schön groß. Das ist auch verkauft worden jetzt auf der Ausstellung. Ja, das ist die Lösung. Also das habe ich mir auch überlegt, weil die Helgoländer, die regen sich immer über diese Offshore-Windparks auf. Und dann dachte ich mir, okay, was können die Helgoländer damit anstellen? Da habe ich mir gedacht, okay, zur Not, falls das Wasser steigt, können sie mit diesen Offshore-Windrädern aufsteigen. Aber sie bleiben an der Ankerkette, damit sie den Ort nicht verlassen, wo sie sind. Du hast auch schon erwähnt, also zumindest im Vorgespräch, dass die Helgoländer einfach ein bisschen anders sind als vielleicht die Leute in Balve, wo du herkommst. Ja, ich spiele jetzt mal das ab, Beitrag, was über dich gemacht worden ist, wo auch der Museumsleiter zu Wort kommt und wo du auch zu Wort kommst. Die Inselmalerin von Helgoland, Carmen Buttermann. Ich befinde mich hier auf der wunderschönen und idyllischen Insel Helgoland. Man munkelt, dass hier die berühmt-berüchtigte Inselmalerin namens Carmen Buttermann ihr Unwesen treibt. Was der geneigte Helgoländer davon hält, das werde ich jetzt mal herausfinden. Ich habe gehört, dass bald eine ganz tolle Künstlerin hier ausgestellt wird, Carmen Buttermann. Erzähl doch mal ganz kurz, wie du sie kennengelernt hast. Oh, das war eigentlich ein Zufall. Ich bekam eine Einladung zu ihrer ersten Ausstellung in Hamburg. Sie hat eine ganz besondere Art. Das passiert, wenn eine blonde Frau ins Internet geht. Ich habe einfach zwei Seiten aufgemacht gleichzeitig. Also den Beitrag kann man sich auf jeden Fall angucken auf YouTube. Und dann sieht man nämlich auch, dass du darüber sprichst, dass die Helgoländer einfach ein bisschen anders sind. Erzähl mal, was du darüber meinst. Also sie sind unwahrscheinlich liebenswerte Menschen und es sind alles Individualisten. Also ich hatte ein tolles Erlebnis, weil ich ja diese Galloway-Rinder, die da auf der Insel sind, porträtieren wollte. Und dann war ich dann morgens, dann hieß es ja, der Cowboy von der Insel, der ist immer morgens um 9 Uhr da, der lebt seit 17 Jahren auf der Insel und der spricht aber nur Spanisch. Ja, und dann ich dann so, io artista pettura, ne, amanana, ne, nueve media, ne, ich mache hier erstmal Fotografiera Toros, ne, so, also damit ich die malen kann. Und dann war ich dann da und er so, ja, claro, Carmen, amanana, gut, io Iglesias, ne, so hieß er. Dann bin ich nächsten Tag da hingekommen und dann steht er dann da mit den Kühen, hat er sie alle schön mit Brötchen, schön, dass sie alle in Reihe und Glied standen, ja. Ach, echt, würde ich auch angefüttert, gebaut, ja. Und dann fing er an, ja, Carmen und diese Kühe, die lieben es, Musik. Dann fing er da an, eine Oper zu singen, ja, mitten morgens. Ich stehe da in Helgoland, ja. Ich dachte mir, das glaubt mir keiner, ja. Dann steht dann dieser Mann und singt den Kühen, das mögen sie. Ist das genau, das Bild? Das heißt dann die wilden Kerle, ja. Dann habe ich nur gedacht, das gibt es nicht. Und dann hat er, dann war es ja noch schöner und sagte, ja, Carmen, aber wenn du die Kühe porträtierst, musst du auch Nina porträtieren. Und dann kam eine Heidschnucke auf mich zu. Nina kam angeschossen und die attackierte mich. Ja, und ich dachte mir, das gibt's nicht, ja. Und er sagte, ach, komisch, das macht die sonst nur bei meiner Frau. Also, ist ja auch sehr interessant. Ich finde auch, ein Bild ist auch interessant, da hat ein Kind mitgemalt. Ja, das war auch eine schöne Geschichte dazu. Ja, das war auch toll. Da bin ich in meiner Hummerbude und es gab immer ganz viele Anfragen für Malkurse.
Und dann eines Tages stand ein Kind bei mir in der Hummerbude und sagte so, ja, hallo, ich bin Lisa. Meine Eltern haben mich hier hingeschickt zum Malen. Ich so, toll. Und wann kommen deine Eltern wieder? Ja, heute Abend von der Düne. Ich so, toll. Weißt du, ich wusste von nichts. Und dann dachte ich mir, was mache ich mit diesem Kind? Das Mädchen war 12. Dann habe ich gedacht, naja gut, das hatte ich schon vorgemalt. Und dachte ich mir, okay, Lisa, dann fang das mal an auszumalen. Dann hat sie diese Figur ausgemalt. Und dann musste ich das erstmal wieder, ich dachte mir, hoffentlich kriege ich das Bild wieder repariert, dass ich es noch irgendwie zeigen kann. Aber das heißt ja, die schrägen Vögel, das passt. Ich also finde mit auch, die hat das ganz gut gemacht. Hypnotischen, ne? Schaf, ja, ja, prima, absolut. Alles prima. Sehr, sehr schön. Danke, Lisa. Wir werden wahrscheinlich im nächsten Jahr dann Bilder von dir in München sehen. Du musst dich erstmal, musst du noch ein bisschen malen, sonst hast du keine Sachen, ja, mehr. Die sind alle rund um die Welt verteilt, deine Werke. Ja. Ich möchte aber noch ganz kurz auf deine Arbeit als Maskenbildnerin noch mal zu sprechen kommen, denn das ist auch total interessant. Hier hast du ein Drehbuch, was bearbeitet worden ist, Love and Rage, mit, ja, Daniel Craig. Das halte ich jetzt mal auch mal hoch und vielleicht kannst du mal das Buch halten. So sieht ein Buch aus, wenn man damit gearbeitet hat. Ja, das sieht aus wie Altpapier dann, ja, ne? Genau. Also, und ich habe damals schon gemalt, also während der Drehpausen. Das ist auch so, das heißt, du machst Polaroids von den Ja, das war damals, Künstlern. Hat man das gemacht für, ja, Anschlüsse, dann hat man so ein Drehbuch. Heute macht man das ja alles anders, das kann man ja ganz einfach machen mit einem Laptop, aber damals hat man so gearbeitet. Und wie lange hat man dann daran gedreht, an dem Film? Wo warst du damit? Da war ich in Irland und England, glaube ich, war ich mit dem Film. Und da haben wir, ich glaube, das waren 6 Wochen, haben wir gedreht. Und ich war die einzige Deutsche in einem englischen Team in der Make-up-Department. Das war sehr lustig. Das, ja, kann ich mir gut vorstellen. Du hast wahrscheinlich eh noch ganz viele Sachen, die du erzählen könntest von den, ja, Dreharbeiten und so. Hier sehen wir auf jeden Fall auf deiner Seite carmenbotermann.de. Da sieht man ein paar Sachen von Shootings, die du gemacht hast mit, ja, verschiedenen Künstlern für verschiedene Firmen. Erzähl doch noch mal, wenn du kannst, 1-2 Geschichten von Prominenten, mit denen du gearbeitet hast, wie das so war. So, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind. Ja, also das Schöne fand ich, es gab ja auch, also ich nenne jetzt keinen Namen, also das finde ich, ja, das mache ich nicht, aber es gab eine berühmte Sängerin und die habe ich dann... Nennen wir sie einfach mal Mariah Carey zum Beispiel. Nein, das war eine Opernsängerin. Okay. Ja, ja, aber es war sehr lustig und dann musste das, dann wollte sie unbedingt, also manche Stars haben ja so ihre Eigenheiten und dann wollte sie unbedingt, sie konnte nicht aus einer Tasse trinken, sie brauchte einen Becher. Und dann wollte sie unbedingt in ihrem Raum ein rotes Sofa haben. Dann hat das Produktionsteam alles angeschafft. Ja? Und das war an einem Sonntag, musste extra ein rotes Sofa besorgt werden. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, wann treffen wir uns morgen? Es war in der Maskenraum, ne, wo ich schminken sollte. Ja, wann treffen wir uns denn morgen hier? Ja, hier schminken wir nicht. Und das Team hat alles aufgebaut. Ich meinte, ja, du kommst zu mir ins Hotel. Und dann musste ich dann extra ins Hotel anreisen. Und dann habe ich 2 Tage mit ihr gearbeitet. Und dann sagt sie irgendwann, sag mal, wie heißt du eigentlich? 2 Tage? Ja, nach 2 Tagen. Und dann sagt sie, ja, maybe you're German, but you're a good hair and makeup artist. Das ist aber nett. Aber wenigstens hat sie, das ist okay. Also das war sehr nett. Und ist irgendwas mal richtig schief gelaufen? Ja, das muss ich dann, ja klar, ich hatte damals auch schon mal, wenn du diese Klettwickler, die gibt's ja auch schon mal, das hatte ich mal mit einem Model, da war ich aber noch ziemlich unerfahren, dann hatte ich neue Klettwickler, die hatte ich vorher nie ausprobiert und auf einmal kriegte ich diese Klettwickler, weil die zu lange Haare hatten, ne, dann kriegte ich die Klettwickler nicht mehr aus der Haare fast. Das kann, ne, ich auch schon mal. Aber zum Glück konnte ich das bei einem anderen Shooting wieder wettmachen, da war ich froh. Oh, sehr, sehr gut. Ich glaube auch, man darf aus seinen Fehlern nur lernen und nicht sich zu viele Sorgen machen. Ja, da, ne, passiert schon mal was. Ja, da, ne, muss man einfach... Ja, es passieren ja als Maskenbildner, da hast du immer lustige Sachen, ja. Also als Theater, wo ich da damals die Ausbildung hatte, da mussten wir immer auf Abstecher und da musste man immer alles einpacken. Und dann hatte ich vergessen, den Puder einzupacken. Und dann habe ich, das darf ich gar nicht erzählen, dann dachte ich mir, ach dann, und dann, wo kriegst du jetzt was Weißes her, was aussieht wie Puder, ja? Dann bin ich, das darf ich auch gar nicht erzählen, dann habe ich Atta genommen und dann meinten die Schauspieler alle, wieso riecht das so streng? Und dann habe ich gesagt, das ist das neue, weiß ich nicht, das neue Wahnsinnspuder aus Amerika, das riecht so ein bisschen strenger. Und die haben dann wahrscheinlich beim Abschminken gedacht, wieso sie so schäumen. Gut, aber das ist schon lange, lange her. So, das ist schon lange her, das würde ich heute nicht mehr machen. Auf gar Aber Fall. Ich stehe zu meinen Fehlern, da war ich damals in der Maskenbildner-Ausbildung, also das ist schon ein paar Jahre her. Das ist verjährt. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch heute auf, ja, jeden Fall. Die Seite ist carmenbotermann.de, da könnt ihr in Ruhe mal draufgehen. Oder auch die Seite art,
Botermann. Ja, das ist, glaube ich, dann eher die Zukunft. Das ist die Zukunft, auf jeden Fall. Es war Spaß gemacht. Ich wünsche dir für deine Zukunft auch alles, alles Gute. Und bin mal gespannt, was du so mitnimmst. Schön mit dir. Ich kann dir sagen, es gibt einen hier, der sich auch so verhält wie die Opernsängerin. Und das ist der Christopher. Wenn der in die Maske geht, ne, der will immer alles so haben, wie er das haben will. Hat sich einen roten Sofa bestellt. Die Klamotten müssen immer aufgehangen werden. Er hat ja schon einen roten Pulli an. Das ist schon gut. Das bestellt er sich jeden Tag. Und das ist, Christopher Bär ist die Diva des Senders. Und damit gebe ich ab an dich, oder was? Nee, bin ich fett nicht. Ich bin überhaupt keine Diva. Also wenn irgendjemand unproblematisch ist, ja, dann ist das moi. Das sagen die Leute, die das selbst über sich behaupten, ne, das sind immer die problematischsten. Und jetzt gehen wir ab zu ihm, glaube ich, oder?